können wir versuchen, damit das geht. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen nach den Konzerten vom Sonntag in dichter Folge heute dieses Forum, weil wir wohl weitgehend darin übereinstimmen, so wie wir eintreten für ein kulturvolles, friedliches Leben, sorgen wir uns auch um die Verhältnisse, die in der Welt herbeigeführt worden sind. Und wir wollen gemeinsam Antworten finden, soweit wir dazu in der Lage sind, auf brennende Fragen und Themen, von denen weitgehend das Schicksal dieser Welt in der nächsten Zeit abhängt. Ich begrüße Sie als Angehörige im Publikum unserer Konzerte. Ich begrüße die Mitglieder des Freidenkerverbandes Berlin-Brandenburg und die Mitreisenden des Arbeitskreises Kultur- und Bildungsreisen, die Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde. Erlauben Sie, dass wir beim Sprechen hier sitzen bleiben. Wir haben kein Rednerpult aufgestellt, weil ein Rednerpult oft zu längeren Reden verleitet. Ich glaube, wir sind trotzdem zu sehen und wollen versuchen, dass wir es so hinkriegen. Zunächst mal beschäftigen wir uns schon seit langer Zeit und in diesen Tagen wieder besonders mit dem Zustand im Orient. Wie es zu erwarten war, wenn Russland seinen Verbündeten Syrien zur Erhaltung des Staates beitritt und das Land verteidigen hilft gegen die Machenschaften der USA, Saudi-Arabiens, der Türkei und anderer in dieser Welt, die von immer mehr Milliardären und ihren Klüngeln beherrscht wird, dann beginnt in Deutschland eine neue antirussische Kampagne. Jetzt werden die zerstörten Häuser von Aleppo gezeigt, als ob sie alle in den letzten Tagen von russischen Bomben zertrümmert worden wären. Das ist dieselbe Linie, die Frau Merkel auch zum Tag des Sieges in Moskau vertrat, als sie die sogenannte Annexion der Krim als verbrecherisch bezeichnete. So ist es eben, wenn nicht die Bestrebungen der Spitzen des internationalen Monopolkapitals eingehalten werden, wenn man nicht Sevastopol der USA-Marine freiwillig übergibt und so weiter, wenn man Syrien nicht endgültig fallen lässt, dann wird man zur Zielscheibe nicht nur des Spottes, sondern aller möglichen Angriffe. Karin Neugefeld ist zu uns gekommen. Wir freuen uns sehr. Langjährige Korrespondentin im Orient. Eine Frau, die nicht im Nachrichtenbüro arbeitet, sondern hunderte, tausende Kontakte zu den Menschen hergestellt hat, über die Geschichte des Orients und der Einflussnahme auf den Orient Bescheid weiß und auch über die aktuellen Angelegenheiten. Deswegen werden wir damit beginnen, dass Sie in einem Vortrag zunächst mal uns Ihre langjährigen Erfahrungen, Ihre aktuellen Erkenntnisse und Meinungen mitteilt. Dann wollen wir Gelegenheit geben,
dass Sie Fragen stellen, Anmerkungen geben. Und wir berücksichtigen dabei, man kann nicht nur über den Orient oder über Afrika oder über den Balkan sprechen, ohne über Deutschland zu sprechen. Diese Politik ist maßgebend daran beteiligt, was dort geschieht. Und sie ist nicht nur so widersprüchlich, wie man sich kaum ausdenken kann, sondern sie bleibt, wie erwartet, vorläufig immer noch total aggressiv. Und deswegen halten wir es für erforderlich, dass wir zu diesem Thema auch sprechen können. Und schließlich, wir sehen, es kracht im Gebälk der Europäischen Union, die ja geehrt und ausgezeichnet worden ist als Friedensschaffende und Friedensstützende Einrichtung. Aber jetzt erleben wir in zunehmendem Maße, dass der eigentliche Zweck der Konstruktion der Europäischen Union, ihrer praktischen Politik, nicht darin besteht, den Touristen nur einen freien Übergang über die Grenzen zu gewährleisten. Da stecken ja ganz andere Interessen dahinter. Und wir sehen jetzt, dass diese Politik zum Scheitern verurteilt ist, früher oder später. Wir haben hier Andreas Wehr, der 15 Jahre auf der Ebene des Europäischen Parlaments als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war und sehr gut Bescheid weiß und selbst eine Entwicklung durchgemacht. Er war Vorsitzender der Jungsozialisten in Berlin und war lange Zeit Mitglied der SPD. Nun ist er an der Linkspartei, aber er ist so ein Mitglied der Linkspartei, der nicht stille hält, sondern kämpft. Andreas Bier. Und zu unserer Freude hat sich vorgestern ein Abgeordneter des Bundestages angemeldet, zu uns zu kommen. Und er kann sowohl in den außenpolitischen Fragen wie in den Sicherheitsfragen Deutschlands und darüber hinaus und über die Verhältnisse, die Knotenpunkte auf der höchsten politischen Ebene in der Bundesrepublik Deutschland sicherlich viel sagen. Es ist Dr. Alexander Neu, Mitglied des Bundestags, Mitglied der Linksfraktion. So, jetzt können wir beginnen. Wir haben uns entschlossen, hier nicht einen Vortrag nach dem anderen zu halten, sondern Karin Neukefeld beginnt. Dann ist für freier Meinungsstreit angesagt und in dem Meinungsaustausch werden die beiden und andere, wie auch Bernd Biedermann, Oberst der Nationalen Volksarmee, außer Dienst, Spezialist für Waffen- und Raketentechnik, der sogar 1990 für den Bundeswehr, das war interessant, weil die Leute brauchten, die sich auskennen auf diesem Gebiet, damit sie die gesamte Technik der Nationalen Volksarmee richtig verscherbeln können, die Werte von mindestens über 100 Milliarden Euro. Er hat dazu auch eine Broschüre gemacht, was ist wirklich geschehen. Und da letztes Wort, bei der jetzigen Situation Kriegsgefahr immer mehr vor uns auftaucht und die Frage steht, wie ist das Kräfteverhältnis an den entscheidenden kritischen Punkten in der Welt, ist jedes Wort auch der Militärsachverständigen heute wichtig. Dazu auch Hans Fischer. Ich sehe nicht, aber er wird dann sicherlich mitmachen. Also, Dankeschön und Karin Beck, bitte. Ja, vielen Dank. Ups. Entschuldigung, wir... Ich bedanke mich sehr für die Einladung hierher.
in den Münzenbergsaal im Neuen Deutschland, im Gebäude des Neuen Deutschland. Wir wollen mal eben noch mal kurz die Technik prüfen. 1, 2, 3. Ja. Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, aus diesem sehr komplexen Geschehen im Mittleren Osten Ihren Blick und vielleicht auch Ihre Erinnerung, denn Sie haben sicherlich teilweise sehr viel mit dieser Region selber politisch, vielleicht auch kulturell früher zu tun gehabt. Ich möchte gerne auf einige Aspekte eingehen, denn es ist im Grunde eine sehr, sehr komplexe Gemengelage. Und bei dieser Entwicklung, die unsere Medien teilweise doch sehr oberflächlich wiedergeben, geht vieles verloren, an das wir uns eigentlich erinnern müssen, auch wenn wir hier in Europa zivilisatorisch oder auch kulturell und politisch von Bestand sein wollen. Denn die Wurzeln unserer Kultur und unseres heutigen Seins liegen auch in dieser Region, nämlich in der Region des fruchtbaren Halbmonds. Der fruchtbare Halbmond, den wir hier auf dieser Karte sehen, der sich vom persisch-arabischen Golf bis hin zum Roten Meer entlang des Mittelmeers erstreckt, war die Wiege der Zivilisation. Warum? Weil es dort in dieser Region Wasser gab. Und das Wasser hat eben sehr stark dazu beigetragen oder ist im Grunde eine Voraussetzung für die Entwicklung von Zivilisation, von Kultur und ist heute nach wie vor von großer Bedeutung auch bei den politischen Auseinandersetzungen in der Region. Das Wasser der beiden großen Wasserläufe Euphrat und Tigris, man spricht auch vom Euphrat-Tigris-Becken, diese beiden Flüsse, die im Osten der Türkei entspringen, hier in dieser Region, wir haben heute Grenzen dort, die es früher ja nicht gegeben hat. Sie fließen durch Syrien und sie fließen durch den Irak. Beide Flüsse vereinen sich dann im Süden des Iraks, nördlich von Basra, um dann in den Persischen Golf zu fließen. Und innerhalb dieser Ströme ist eigentlich das Gebiet, was heute in Flammen aufgeht. Das ist eine Entwicklung, die im Grunde, also die politische Entwicklung dieses Flächenbrands, den wir da sehen in der Region, ging zurück auf den Krieg gegen den Irak 2003, hat aber im Grunde schon vorher begonnen. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich doch nochmal an diese Ursprünge dieser Region erinnern, nämlich diesen fruchtbaren Halbmond. Das Wasser ist von großer Bedeutung bis heute, denn wir sehen, dass zum Beispiel die Türkei, wo beide Flüsse entspringen, also dort in der Region ein großes Staudammprojekt entwickelt hat, das Südost-Anatolien-Staudammprojekt. Und das hat die Türkei auch dazu genutzt, um den Durchlauf des Wassers der beiden großen Flüsse in Richtung Syrien oder auch in Richtung Irak immer wieder zu kontrollieren, wenn es politische Auseinandersetzungen zwischen der Türkei und Syrien einerseits oder der Türkei und dem Irak andererseits gab. Das heißt, das Wasser wird politisch benutzt in Auseinandersetzungen der Staaten. Und ein anderer Aspekt, der hier leider aus der Karte nicht so sehr gut hervorgeht, ist, dass das Wasser, was wir in der Region haben, auch entlang der Mittelmeerküste, der östlichen Mittelmeerküste zu finden ist, der Orontes, der Jarmuk oder der Jordan. Die Golanhöhen, wie Sie wissen, wurden von Israel besetzt, vor allen Dingen auch, weil sie eben halt eine sehr wasserreiche Gegend ist. Und das heißt, dass das Wasser eben halt von den unterschiedlichen Staaten dringend benötigt wird und politischen Auseinandersetzungen eben halt zum Opfer fällt, kann man tatsächlich sagen. Israel ist heute eines
einer der durstigsten Staaten in der Region. Israel nimmt das Wasser vom Jordan, aus den unterirdischen Wasserbecken der palästinensischen Gebiete, bis hin zum Wasser, was auch aus dem Libanon kommt. Und insofern haben wir also diese Auseinandersetzung um die Wasserquellen und Wasserressourcen dort in der Region. Wir haben vor 100 Jahren dort den Ersten Weltkrieg gehabt. Der ging 1918 zu Ende und die Siegermächte Frankreich und Großbritannien haben diese Region untereinander aufgeteilt im sogenannten Sykes-Picot-Abkommen. Das betrifft insbesondere den Irak und Syrien und Palästina. Und wir sehen also diese blaue Einflusszone hier, umfasst Syrien, Teile der heutigen Türkei. Und diese roten markierten Gebiete umfassen also den Irak, Teile Palästinas bis hinunter zum Persischen Golf. Die blaue Einflusszone wurde beansprucht von Frankreich, das haben wir hier oben im Norden. Und diese rote wurde beansprucht von Großbritannien. Beide Staaten hatten zu der damaligen Zeit noch große Kolonialgebiete. Und Großbritannien und Frankreich haben mit der Aufteilung der Region nach dem Ersten Weltkrieg mit dazu beigetragen, dass wir eigentlich bis heute dort keinen Frieden haben. Sie haben nach ihren Interessen gehandelt, weil sie vor allen Dingen Zugang haben wollten zu Häfen, hier unten Basra, Kuwait oder an der Mittelmeerküste wollten sie Zugang zu Häfen haben, weil sie eben halt dieses Gebiet benötigten, um ihre Kolonialgebiete mit den Heimatländern Frankreich bzw. Großbritannien einfacher verbinden zu können. Dazu kommt, dass in der damaligen Zeit dann auch bald in der Region Öl entdeckt worden ist und sowohl Frankreich, mehr aber noch Großbritannien ganz stark an der Förderung des Öls in der ersten Zeit beteiligt war. Die Menschen, die dort in der Region lebten, wurden nicht befragt. Sie hatten ja bis zum Ende des Ersten Weltkrieges unter osmanischer Kolonialherrschaft eigentlich gestanden, während des Osmanischen Reiches, und wurden dann nach dem Ende des Ersten Weltkrieges praktisch gleich wieder von Kolonialmächten aufgeteilt. Es entstanden neue Grenzen, es entstanden neue Staaten, und das Leben für die Bevölkerung hat sich also dann enorm verändert. Ein anderer Aspekt, der auch mit dem Ende des Ersten Weltkrieges zusammenhängt, ist die Balfour-Erklärung. Also so wie praktisch Syrien, Palästina und Irak aufgeteilt wurden von Frankreich und Großbritannien, hat Großbritannien auch mit der Balfour-Erklärung mit dazu beigetragen, dass der Staat Israel praktisch später gegründet werden konnte. Wir hatten ja damals eine Zeit der Nationalbewegung. Wir hatten eine arabische Nationalbewegung, eine zionistische Nationalbewegung, es gab auch eine kurdische Nationalbewegung, die praktisch Anfang des letzten Jahrhunderts sich dort in der Region entwickelt hatten. Und der zionistischen Nationalbewegung hat die britische Regierung mit dieser Balfour-Erklärung zugesagt, dass sie im Namen der Regierung seiner Majestät die folgende Sympathieerklärung für die jüdisch-zionistischen Bestrebungen mitteilen, nämlich die Errichtung einer nationalen Heimstätte in Palästina für das jüdische Volk wird von der Regierung seiner Majestät mit Wohlwollen betrachtet und sie wird ihr Bestes tun, um das Erreichen dieses Zieles zu erleichtern. Das war am 2. November 1917 und wurde unterzeichnet von dem damaligen britischen Außenminister Arthur James Balfour gegenüber dem britischen Vertreter der zionistischen Weltbewegung Lord Rothschild. Diese Entwicklung, nämlich die Aufteilung der Region des fruchtbaren Halbmondes und die Errichtung oder die Zusage, dass man die Errichtung einer jüdischen Heimstatt in Palästina unterstützt, sind meines Erachtens mit die Hauptwurzeln der Konflikte, die sich dann in der nachgeordneten Zeit entwickelt haben. Frankreich wurde Mandatsmacht für Syrien, Großbritannien wurde Mandatsmacht für den Irak
Und wir sehen von Anfang an, wenn wir jetzt über Syrien sprechen, haben die Franzosen alles getan, um das Gebiet weiter aufzuteilen. Also mit der Grenzziehung des Sykes-Picot-Abkommens oder mit der Balfour-Erklärung war es nicht getan, sondern die Franzosen, die bis 1946 in Syrien Mandatsmacht waren, haben also das Land aufgeteilt in verschiedene Gebiete, um sozusagen auch nicht zuzulassen, dass eine arabische Nationalbewegung, die einen einheitlichen Staat haben wollte, zum Zuge kommen konnte. Es gab verschiedene Versuche der Syrer unter dem Mandat, Parteien zu gründen, ein Parlament einzurichten, einen Präsidenten zu wählen, und immer wieder hat Frankreich eingegriffen, wenn es sozusagen nicht in ihre Pläne gepasst hat. Wir sehen also, sie wollten hier im Norden einen Staat von Aleppo gründen, einen alawitischen Staat wollten sie gründen, einen Groß-Libanon, der libanesische Staat wurde dann später auch tatsächlich ins Leben gerufen, einen Staat der Drusen und im Zentrum einen Staat Damaskus. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Aufteilung des Landes sich orientierte an religiösen und ethnischen Zugehörigkeiten, die eigentlich der Bevölkerung so überhaupt nicht entsprach. Sie hatten nicht vor, einen alawitischen Staat oder einen drusischen Staat zu gründen, sondern sie wollten einen syrischen Staat. Und durch diese Einflüsse der Franzosen und der französischen Mandatsmacht wurde also eigentlich diese nationale Komponente, also den Wunsch, eine Nation zu bilden, immer wieder auch beeinflusst, zerstört und kam nicht zum Zuge. Ich denke, wenn wir heute ihre Entwicklung in Syrien sehen, dann liegen auch die Gründe für die Auseinandersetzung im Land vielfach in dieser Entwicklung der Nachkriegszeit des Ersten Weltkrieges, denn tatsächlich wurden die Nationalstaatenbildung permanent behindert vom Ausland. Die Einmischung des europäischen Auslandes spielt eine sehr große Rolle in der Auseinandersetzung. So wie ich eben auf das Wasser verwiesen habe als einen wichtigen Rohstoff in der Region, so ist das Öl und Gas und die Transportwege eigentlich zu dem wesentlichen Faktor geworden, warum sich das Ausland auch permanent dort in der Region einmischt. Diese Karte zeigt die Region zwischen den fünf Meeren. Wir haben das Kaspische Meer, wir haben das Schwarze Meer, wir haben das Mittelmeer, das Rote Meer und hier unten den Persischen Golf. Und wir sehen, dass dieses Gebiet voll ist mit Rohstoffen, die sehr begehrt sind, vor allen Dingen in Europa. Und die ganzen Wege, die wir also haben, von der Quelle der Rohstoffe bis hin zu den Abnehmern, gehen immer von Osten nach Westen. Europa ist also das Zielland oder die Zielregion der Rohstoffe, sowohl vom Kaspischen Meer als auch hier unten vom Persischen Golf, als auch also die ganze Region richtet sich immer Richtung Westen aus. Wir sehen das auch in einer weiteren Karte, denn in den 40er Jahren wurde also hier unten vom Golf eine transarabische Pipeline gezogen, die Ölvorkommnisse hier unten von Bahrain, Saudi-Arabien, quer durch Saudi-Arabien, Jordanien, über den Golan, Libanon Richtung Mittelmeer transportiert hat, mit dem Ziel, es dann eben halt nach Europa zu exportieren. Die Interessen, westliche Interessen an der Region, an den Rohstoffen, an den Transportwegen, sind mit ein Grund, so wie die permanente politische Einmischung in der Region, dass es dort nicht zur Ruhe kommt. Diese transarabische Pipeline beispielsweise, die Ende der 40er Jahre gebaut wurde, wurde dann ausgesetzt mit der Gründung des Staates Israels 1948, weil diese Pipeline eigentlich sollte eigentlich in Palästina, also in einem palästinensischen Hafen, von einem palästinensischen Hafen
aus, verschifft werden nach Europa, weil aber dann der Staat Israel gegründet wurde, wich man aus in den Libanon, nach Saida, also Sidon. Dann wurde aber diese Strecke zwischen Jordanien und Libanon nicht mehr benutzt, weil die Israelis 67 den Golan besetzt haben und die Pipeline ging über den Golan, sodass also der Transport dadurch auch wieder unterbrochen war. Dann später kam es zum Krieg mit dem Irak und die Pipeline ging dann nur noch bis Jordanien und wurde dann später ganz ausgesetzt. Also wir sehen, wie diese Entwicklungen, die politischen Entwicklungen eben halt auch immer in einem direkten Zusammenhang stehen mit der Lage der Rohstoffe und mit der Lieferung der Rohstoffe. Heute sieht es in der Region so aus, wie bei uns eigentlich ein Autobahnnetz in Europa. Das ist also die gesamte Region, die arabische Halbinsel, der Mittlere Osten. Und diese ganzen Linien, die Sie hier sehen, sind Pipelines. Das sind Pipelines für Gas, für Öl, für Rohöl. Und die sind also national ausgerichtet und über Grenzen hin. Und dieses ganze Pipeline-System geht immer in Richtung östliches Mittelmeer. Und das hat natürlich mit den Interessen Europas zu tun. So sehen wir, dass in den letzten 100 Jahren europäische Interessen die Entwicklung dort in der Region des Mittleren Ostens permanent beeinflusst hat. Mit der Aufteilung der Region nach dem Ersten Weltkrieg, mit den Mandaten von Großbritannien und Frankreich, die die nationale Entwicklung der einzelnen Staaten verhindert haben, tatsächlich. Mit der Erforschung, mit der Förderung von Öl und Gas und dem Ausbau dieser ganzen Transportwege. Und das sind im Grunde die Dinge, die wir heute, wenn wir über die Region sprechen, diese Bilder sehen wir nicht. Warum gibt es Konflikte? Es wird dargestellt, es sei ein Konflikt zwischen Sunniten beispielsweise und Schiiten, aber real ist es eine Auseinandersetzung in einer Region, die voller Rohstoffe ist. Es ist die Auseinandersetzung um den Zugriff auf Rohstoffe und die Kontrolle der Transportwege. Ein weiterer Aspekt kommt hinzu, denn in den letzten Jahren ist also im östlichen Mittelmeer zusätzlich noch Gas gefunden worden, sodass wir also im östlichen Mittelmeerraum vor der Küste Syriens, des Libanons, Israels und Palästinas, also speziell Gazastreifen, große Gasvorkommnisse haben. Und der Streit darum hat also schon begonnen. Es gibt Auseinandersetzungen zwischen Libanon und Israel darum, welches Gasfeld welchem Staat zuzuordnen ist. Zypern hat sich daran beteiligt, auch die Türkei will Zugriff auf diese Gasvorkommnisse haben. Und wenn man mit Leuten jetzt in Libanon oder auch in Syrien spricht, dann sagen die also, selbst wenn der Krieg in Syrien zu Ende gehen wird, diese neuen Gasvorkommnisse im östlichen Mittelmeerraum werden uns noch auf weitere Zeit hin weitere Kriege bescheren, denn der Run auf diese Quellen ist groß und alles richtet sich wiederum Richtung Europa. Israel zum Beispiel plant von den Gasfeldern im östlichen Mittelmeerraum her zwei große Pipelines unter dem Mittelmeer hindurch zu bauen Richtung Griechenland, um von dort das Gas eben halt nach Europa zu liefern. Das sind Pläne, aber das zeigt natürlich auch, dass Israel das große Interesse hat, sein eigenes Gas nach Europa zu verkaufen. Und dadurch tritt es natürlich auch in eine Konkurrenz zu anderen Gaslieferanten. Sei es nun Russland oder sei es nun die Golfstaaten. So dass also der Wettlauf darum, wer eben halt Rohstoffe nach Europa liefern darf oder kann und es am besten tut, ist mit ein Hintergrund der ganzen Auseinandersetzung dort in der Region. Über Israel spricht man ja eigentlich eher selten, wenn man die Entwicklungen dort betrachtet.
aber sie spielen eine wichtige Rolle im Hintergrund der ganzen Auseinandersetzung. Wenn wir jetzt über Syrien sprechen, war es ja so, dass unsere Medien immer gesagt haben, arabischer Frühling hat angefangen in Tunesien, dann in Ägypten, dann wollten die Leute in Syrien ihre Freiheit haben. Aber relativ von Anfang an, also seit Ende 2012 ist es dokumentiert, 2011 ist es dokumentiert, dass Waffenlieferungen aus dem Ausland nach Syrien eine wichtige Rolle gespielt haben. Diese Karte ist von der New York Times veröffentlicht worden. Sie ist etwas älter, sie stammt aus dem Jahr 2013. Und Kollegen von der New York Times haben eine Analyse gemacht, eine Langzeitrecherche über Waffenlieferungen nach Syrien. Und sie haben festgestellt, dass die meisten Waffenlieferungen aus Katar geschickt wurden. Und zwar auf einem offiziellen Weg mit Flugzeugen der katarischen Luftwaffe wurden diese Waffen nach Ankara geflogen. Und von Ankara aus wurden sie auf dem Landweg in das Grenzgebiet zur Türkei, zwischen Türkei und Syrien transportiert. Und dort wurden sie unter Aufsicht verschiedener Geheimdienste, unter anderem der CIA, an bewaffnete Gruppen verteilt. Auch aus Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wurden ganz offiziell nach Ankara Waffen geliefert, weniger als aus Katar, die den gleichen Weg ins Grenzgebiet nach Syrien genommen haben. Und ein weiterer Herkunftsort für Waffen für diesen Krieg in Syrien war Kroatien. Von dort wurden die Waffen allerdings nach Amman, der jordanischen Hauptstadt, geflogen. Und von dort wurden die Waffen in das Grenzgebiet zwischen Jordanien und Syrien transportiert. Sodass also sowohl aus der Türkei als auch aus Jordanien ins Grenzgebiet jeweils zu Syrien Waffen in großem Maße geliefert wurden, um Gruppen dort zu unterstützen im Kampf gegen die syrische Regierung und die syrische Armee. Warum hat sich nun gerade Katar so hervorgetan mit Waffenlieferungen? Ich möchte da nur einen kurzen Aspekt ansprechen, vielleicht können wir das später vertiefen. Das Emirat Katar ist ja, glaube ich, immer noch der reichste Staat der Welt. Sie sind von ihrer ideologischen Ausrichtung her, stehen sie der religiösen Partei der Muslimbruderschaft nahe. Die Partei, die Regierungspartei in der Türkei, AKP von Herrn Erdogan, ist ebenfalls eine Partei, die der Muslimbruderschaft nahesteht. Die Muslimbruderschaft ist eine Organisation, die in den 30er Jahren in Ägypten gegründet wurde, eine religiös-politische Partei, eine Partei des politischen Islam, die dort in der Region ständig in einem Wettstreit gestanden hat mit politisch progressiven Parteien. Und mit dem arabischen Frühling 2011 wurde diese Partei der Muslimbruderschaft sozusagen auf den Sockel gehoben, insbesondere in Ägypten, um dort den langjährigen Machthaber Mubarak abzulösen in der politischen Verantwortung. Mit Unterstützung Europas und mit der Unterstützung der USA. Man vergisst das heute leicht, man spricht von diesem arabischen Frühling als einer Aufbruchzeit der jungen, säkularen, aufgeklärten städtischen Bevölkerung. Aber tatsächlich sind gerade diese Leute, die vielleicht den Anfang gemacht haben für politische Veränderungen, instrumentalisiert worden, um eine außerordentlich reaktionäre Organisation des politischen Islam, nämlich die Muslimbruderschaft, in die politische Verantwortung zu hieven, weil diese Organisation vom Westen, von Europa und von den USA in Vereinbarung mit den Golfstaaten, insbesondere Katar, das großen politischen Einfluss auch in Europa hat, dort in die politische Verantwortung zu bringen. Und das ist mit ein Hintergrund, warum aus Katar so große Waffenlieferungen
nach Syrien geschickt wurden. Denn in Syrien ist die Muslimbruderschaft verboten. Sie hat dort mehrere Aufstände gemacht, die auch sehr massiv niedergeschlagen wurden. Und die Muslimbruderschaft steht hinter einer großen Reihe von bewaffneten Gruppen in Syrien bis heute. Aber diese Karte zeigt halt auch wiederum, wie groß der regionale und internationale Einfluss im Krieg in Syrien ist. Ein anderer großer Akteur in dieser Militarisierung der Situation ist natürlich Saudi-Arabien. Wir sprechen heute sehr viel darüber. Diese Karte ist etwas älter, dieses Bild stammt aus dem Jahr 2010, wenn ich mich nicht täusche, aber im Prinzip gilt das Verhältnis noch immer. Saudi-Arabien gehört mit zu den größten Empfängern europäischer Waffenexporte. Frankreich ganz vorne dran, wir sehen das hier. Italien, Großbritannien, Deutschland hat in den letzten Jahren sehr viel Waffen an Saudi-Arabien geliefert und hat natürlich so auch mit dazu beigetragen, dass Saudi-Arabien sich als Regionalstaat, als regionale Macht in der Region, militärisch etablieren und besser aufstellen konnte. Es war ein Konzept auch der NATO durch die Einbindung der Golfstaaten in die NATO-Politik. Es gab gemeinsame Manöver, es gibt Ausbildungsprogramme, dass die Golfstaaten immer mehr auch an die NATO herangeführt wurden, politisch und militärisch. Und dazu gehören umgekehrt natürlich auch Waffenlieferungen. Saudi-Arabien, haben wir eben auf der Karte gesehen, gehört auch mit zu den Staaten, die große Mengen an Waffen an diese aufständischen Gruppen in Syrien geschickt hat. Und heute ist es kein Geheimnis mehr, viele Medien berichten darüber, aber als 2011, 2012 schon Kollegen darüber berichtet haben, wie viele dieser Waffen eben halt in dem Krieg in Syrien aufgetaucht sind, da galt das als sogenannte Verschwörungstheorie. Im Jahre 2013, als es einen schweren Giftgasvorfall gab oder Angriff gab im Umfeld von Damaskus, Sie erinnern sich vielleicht, hieß es ja sofort, dass die syrischen Streitkräfte Giftgas gegen die sogenannte Opposition eingesetzt hätte. Es war allerdings nicht der Fall. Bis heute hält die UNO ihren Bericht unter Verschluss sozusagen, aber man hat von verschiedenen Seiten schon gehört, dass die Geschichte des Giftgaseinsatzes in Syrien eine andere ist, nämlich dass die bewaffneten Gruppen selber über Giftgas verfügen und das also so gelagert haben, dass es bei einer militärischen Auseinandersetzung explodiert ist und eben diese großen Opferzahlen herbeigeführt hat. Der Westen hat diese Geschichte zum Anlass genommen, Syrien mit einem Angriff zu drohen. Sie erinnern sich, im September 2013 hat die USA geplant, Syrien anzugreifen. Und das westliche Mittelmeer sah damals so aus wie auf dieser Karte. Wir hatten eine massive Präsenz von Kriegsschiffen im östlichen Mittelmeer. Wir sehen, dass die Russen, also Russland, hatte die Schwarzmeerflotte zum Teil vor die Küste von Syrien gezogen, um eindeutig zu signalisieren, dass Syrien nicht angegriffen werden darf. Die Amerikaner, die Briten, die Franzosen standen ihnen sozusagen gegenüber. Und das östliche Mittelmeer war also kurz tatsächlich vor einer militärischen Auseinandersetzung. In diese Gemengelage, denn diese Kriegsschiffe sind nur teilweise wieder abgezogen worden, es gibt weiterhin eine große Militärpräsenz im östlichen Mittelmeer, da ist nun auch die deutsche Marine mit beteiligt, wie Sie wissen, nach dem Beschluss des Bundestages von letztem Jahr, die Bundeswehr und die Marine und die Luftwaffe mit in diese Kriegssituation einzubeziehen, auf der Seite der sogenannten Anti-IS-Allianz unter Führung der Amerikaner. Also wir sehen eigentlich, dass hier ein massiver militärischer Aufmarsch geschieht und das, was wir jetzt in den letzten
Wochen und Tagen erleben, nämlich mit einer Zuspitzung der militärischen Auseinandersetzung, dem Eingreifen der russischen Luftwaffe zugunsten der syrischen Armee, den Tönen aus Saudi-Arabien und aus der Türkei, dass sie vorhaben, in Syrien zu intervenieren, weist darauf hin, dass wir in einer Situation sind, wo tatsächlich ein großer Krieg in der Region entstehen kann. Wir sind eigentlich sehr kurz davor. Wenn wir Syrien selber sehen, diese Karte habe ich einem Think Tank entnommen, hier steht syrischer Bürgerkrieg. Ich selber spreche nicht von einem syrischen Bürgerkrieg, das habe ich von Anfang an nicht gemacht, sondern wir haben in Syrien einen Stellvertreterkrieg zwischen Regionalmächten, zwischen internationalen Mächten. Ich habe es eben etwas knapp versucht zu schildern, wie diese bewaffneten Gruppen unterstützt und finanziert und ausgerüstet werden. Aber wir sehen praktisch, wenn Sie sich vielleicht zurückerinnern, die Karte, die ich Ihnen gezeigt habe, von Syrien unter dem französischen Mandat. Wir sehen wieder eine Art Aufteilung des Gebietes. Hier oben im Norden sind kurdische Kräfte und der sogenannte Islamische Staat ist ja mittlerweile entstanden. Wir haben Gebiete, die unter Kontrolle stehen von Oppositionellen oder Kampfgruppen, die von der Türkei und Saudi-Arabien unterstützt werden in der Provinz Idlib. Und hier im Süden an der Grenze zu Jordanien haben wir ähnliche Gruppen. Sie nennen sich die Südfront. Das ist ein Zusammenschluss von knapp 40 bewaffneten Gruppen. Wenn wir von Syrien sprechen und dem Kampfgebiet, dann ist es so, dass wir heute noch ungefähr 200 verschiedene bewaffnete Gruppen auf der Seite der sogenannten Opposition haben. Das waren mal viel mehr. Also die UN-Vertretung in Damaskus hat sehr genau Buch darüber geführt, hat mit allen diesen Gruppen auch Kontakt, denn ihre Aufgabe ist ja eine Vermittlung zwischen der syrischen Armee und diesen Gruppen herzustellen. Und inzwischen ist die Zahl von mehr als 1000 Gruppen heruntergegangen auf noch ungefähr 200, etwas weniger, glaube ich, wovon die stärksten allerdings die Nusra-Front und der sogenannte Islamische Staat sind, Gruppen, die ganz eindeutig aus dem Ausland unterstützt werden. Wir sehen, dass diese Kampfgebiete, wenn wir uns Syrien angucken, entlang des Euphrats sich ziehen, das heißt die produktivste Zone, wo es Landwirtschaft, Textil, also Baumwollanbau, Landwirtschaft gab, hier im Osten des Landes, wo Ölvorkommnisse sind und Gasfelder. Diese Gebiete sind besetzt von den bewaffneten Gruppen. Und hier im Westen des Landes zog sich also auch die Kampfzone entlang oder die Frontlinie entlang der Gebiete, wo zum Beispiel um Homs herum die einzige große Ölraffinerie des Landes ist. Und im Süden des Landes, in Dera, ein landwirtschaftlich sehr reiches Gebiet mit Oliven, mit Obst und Gemüse. Also überall da, wo die produktivsten Zonen des Landes waren, hatten sich diese Kampfgruppen entwickelt und niedergelassen und haben also dazu beigetragen, dass das Land, was vor 6 Jahren wirtschaftlich weit entwickelt war, heute zurückgefallen ist auf ein Niveau kurz vor Somalia. Das ist die Analyse des der UNO, dass also ein Land, das sich langsam entwickelt hat, zurückgebombt worden ist auf ein Niveau, wo die Menschen absolut auf Hilfe angewiesen sind. Dazu kommen natürlich Sanktionen, EU-Sanktionen und so weiter. Syrien ist heute ein Gebiet, wo wir viele Flüchtlinge haben. Wenn wir über Syrien sprechen, sprechen wir über Flüchtlinge. Die meisten Flüchtlinge des Landes heute, also die meisten Flüchtlinge, die wir heute haben, kommen aus Syrien, aus Afghanistan, Somalia, Sudan und aus der Demokratischen Republik Kongo. Gleichzeitig sind die Staaten, die meisten Flüchtlinge aufnehmen, liegen auch in dieser Region des Mittleren Ostens oder Westasiens, nämlich Türkei, Pakistan, Libanon, der Iran, Äthiopien und Jordanien. Und über die Flüchtlinge werden wir, glaube ich, nachher noch weiter sprechen, denn es wird mit den Flüchtlingen ja auch
Politik gemacht. Ich weiß nicht, ob ich noch etwas Zeit habe, einige Bilder zu zeigen. Wir hören ja eigentlich immer relativ wenig von den Menschen, die in der Region leben. Und ich möchte einfach einmal ein paar Bilder zeigen aus Damaskus vom Alltag. Es ist so, dass natürlich die Situation nicht so ist wie früher, aber die Menschen versuchen weiter natürlich ihrem Alltag nachzugehen. Auf den Märkten bekommt man weiterhin Güter. Hier haben wir vom Staat unterstützte Bäckereien, wo die Menschen sich morgens das Brot abholen. Ich habe immer wieder auch diese Bäckereien besucht, die übrigens teilweise mit DDR-Technik immer noch das Brot heute backen. Und das Brot wird subventioniert, wie andere Lebensmittel übrigens auch. Die Menschen versuchen, sich der Situation anzupassen. Die Syrer sind sehr stolze Leute eigentlich. Also sie wollen sich auch nicht unbedingt anmerken lassen, dass sie Probleme haben oder dass es ihnen schlecht geht. Sie helfen sich auch viel gegenseitig, aber wir haben natürlich gerade in der Versorgungslage das Problem, dass viele Gebiete eben halt umkämpft sind, dass die Transporte nicht mehr so laufen können wie lange Zeit, dass Heizöl und Benzin teuer geworden ist, weil eben halt die Gasfelder und die Ölfelder von Syrien selber besetzt sind, sodass also die ganzen Produkte auch relativ teuer geworden sind. Die syrische Regierung gibt diese Gutscheine aus an die Familien. Jede Familie bekommt für Grundnahrungsmittel Gutscheine. Das ist übrigens keine Angelegenheit des Krieges, sondern das gibt es seit Jahrzehnten schon. Denn der syrische Staat subventioniert Grundnahrungsmittel sowie Gas, Heizöl. Und dieser Aziz hat mir eben das Konzept der Gutscheine, mit denen die Leute in bestimmten Läden einkaufen können, erklärt. Aziz ist selber, den wir hier sehen, ist ein Kurde aus dem Ort Afrin im Norden Syriens. Er lebt mit seiner Familie seit vielen Jahren in Damaskus und er ist in der glücklichen Lage, noch Arbeit zu haben und damit auch seine Familie ernähren zu können. Wir haben einen Aspekt, der eigentlich ganz stark auch untergeht in der Berichterstattung. Die Frauen in Syrien und ihre Situation. Wir haben hier rechts von Ihnen aus gesehen, links ist eine Deutsche, die seit vielen Jahren in Syrien lebt. Sie hat ein Stickereiprojekt aufgebaut in Syrien, wo Frauen in Arbeit gebracht wurden. Die meisten Frauen waren übrigens um Aleppo herum und Idlib, also im Norden des Landes. Sie haben traditionelle Stickerei erhalten, haben Produkte produziert, die dann in Geschäften in Damaskus verkauft wurden. Alle diese Frauen haben ihre Arbeit verloren. In Idlib waren über 2000 Frauen. Nur in den drusischen Gebieten, das hier sind Drusen, in Zweida, also südlich von Zweida, nahe der jordanischen Grenze, die machen teilweise noch einzelne Stickereien für Heike Weber, die wir hier in der Mitte sehen, die ihren Laden in Damaskus immer noch aufrecht erhält. Aber dieses Produkt oder dieses Projekt Anat, also diese Stickerei von Frauen, ist eigentlich durch diesen Krieg zusammengebrochen. Und hier, das ist eine der Stickerinnen, die für das Projekt gearbeitet hat, eine junge Drusin, die mir mal gezeigt hat, wie sie sich kleiden, wenn sie zur Hochzeit gehen. Die Drusen, das ist ein ganz interessanter Aspekt, leben ja vor allem im Süden des Landes. Und viele junge Männer haben zum Beispiel sich geweigert, in den Reihen der syrischen Armee noch zu kämpfen. Es sind sehr, sehr viele ums Leben gekommen in den letzten Jahren. Aber was sie machen ist, sie haben jetzt während des Krieges Milizen gebildet, die ihre eigenen Dörfer verteidigen
und die im Falle eines Falles auch an der Seite der syrischen Armee kämpfen. Aber sie sagen, wir wollen nicht in diesen Krieg einbezogen werden, sondern wir wollen als eigenständige Milizen sozusagen selber entscheiden, wann wir uns in den Kampf einmischen und wann nicht. Und das wird interessanterweise auch von der syrischen Regierung bzw. von der Armee respektiert. Wir hören ja viel über die Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Religionen. Diese Aufnahmen stammen von einem Kloster in der Nähe von Homs, zwischen Homs und Palmyra, wo sehr viele muslimische Inlandsvertriebene Zuflucht gefunden hatten. Und das war um die Weihnachtszeit herum, und so haben also die Leute, die dort im Kloster waren, für die Kinder der Familien, der muslimischen Familien hier, eine Weihnachtsbescherung organisiert und haben dort also an die Kinder Geschenke verteilt. Dieses Kloster ist übrigens mittlerweile unter Kontrolle des sogenannten Islamischen Staates. Die haben das Kloster im Mai eingenommen, teilweise zerstört, und der leitende Priester dieses Klosters, Jacques Murat, wurde entführt von dem sogenannten Islamischen Staat, so wie viele andere Christen aus diesem Ort auch. Also diese Bilder stammen jetzt vom Jahreswechsel 2014, aber ich finde sie schon wichtig zu zeigen, um auch zu dokumentieren, dass es keine religiösen Spannungen in dem Sinne unter den Menschen dort gab. Nur durch diese Kampfverbände wird natürlich vieles zerstört. Auch die Gesellschaft. Aleppo ist ja im Augenblick auch in aller Munde wegen einer Offensive der russischen Luftwaffe und der syrischen Armee. Aleppo war aufgeteilt, teilweise unter der Kontrolle von bewaffneten Gruppen, die der Muslimbruderschaft zuzuordnen sind. Sie haben sich dann über die Jahre hin zu verschiedenen Kampfgruppen zusammengeschlossen. Die Armee der Eroberung ist jetzt sozusagen die Oberkampfgruppe, die dort zugange ist. Und die syrische Armee hat immer wieder versucht, also auch Teile der Stadt zurückzuerobern. Aleppo hatte mehr als 3 Millionen Einwohner 2011. Viele sind in die Türkei geflohen, viele sind an die Küste geflohen, also nach Latakia oder Tartus, und haben versucht, ihre Geschäfte dort wieder aufzubauen. Viele haben leider das Land auch verlassen. Aber was wir im Augenblick sehen, ist eine Offensive, die lange angekündigt war. Die syrische Armee hat diesen Kampfgruppen vor über einem Jahr schon gesagt, sie wollen einen Waffenstillstand herbeiführen, und sie bieten an, den Gruppen, wenn sie ihre Waffen niederlegen, dass sie eben halt abziehen können, freies Geleit, oder dass sie auch amnestiert werden. Einige dieser Gruppen haben sich darauf eingelassen und kämpfen heute, wenn sie überhaupt noch kämpfen, an der Seite der syrischen Armee. Andere haben sich nicht darauf eingelassen, die vor allen Dingen von der Türkei und auch vom Westen und von Saudi-Arabien unterstützt werden. Die haben weitergekämpft. Und was wir im Augenblick sehen, ist im Grunde das, was die syrische Armee vorher angekündigt hat, nämlich, wenn sie die Waffen nicht niederlegen, dann wird es eine militärische Lösung geben. Sie werden die Nachschubwege abschneiden aus der Türkei und dann gegebenenfalls einen Belagerungsring um diese Gebiete legen, wo die bewaffneten Gruppen sind, bis sie dann aufgeben. Das ist ein militärisches Konzept, was die ganzen Jahre über angewandt worden ist an verschiedenen Orten. In unseren Medien wird das als Hungerblockade bezeichnet. Es ist de facto auch eine Blockade und eine Belagerung, die mit einer Unterversorgung verbunden ist. Ich rechtfertige das nicht, ich sage nur, es ist ein Prinzip, was eben halt in einer militärischen Auseinandersetzung zwei Seiten hat und wo es immer eine Lösung gibt, nämlich wenn man aufhört zu kämpfen. Aber das ist eben halt von diesen Kampfgruppen nicht gemacht worden. Und was wir jetzt sehen, ist eben halt, dass
bei dieser Offensive, die unterstützt wird von der russischen Luftwaffe, eben diese Kampfverbände teilweise ihre Stellung aufgeben und versuchen, sich in die Türkei zu retten. Und das sind die Flüchtlinge, die jetzt an der Grenze sind. Sie haben teilweise ihre Familien dabei und versuchen nun also aus der Kampfzone herauszukommen. In Aleppo hat es aber in der ganzen Zeit über auch Versuche gegeben, frontübergreifend sozusagen sich zu helfen. Hier sehen wir zum Beispiel so einen Frontabschnitt zwischen dem Teil, der von der syrischen Regierung und bewaffneten Gruppen gehalten wurde, und der syrisch-arabische Rote Halbmond hat mit Freiwilligen versucht, den Menschen zu helfen in den Gebieten, die von den Kampfgruppen belagert waren. Sie konnten also mithilfe der syrisch-arabischen Roten Halbmondhelfer aus der Kampfzone herausgebracht werden, um zum Beispiel einen Arzt zu besuchen, um ins Krankenhaus zu kommen, um Angehörige zu besuchen. Manchmal waren zum Beispiel Angehörige gestorben. Und um dorthin zu kommen, ein Weg, der normalerweise nur 15 Minuten dauerte, da mussten die Leute manchmal stundenlang unterwegs sein. Und der syrisch-arabische Rote Halbmond hat also durch diese vorher ein Gebiet, wo Scharfschützen aktiv waren, das wurde beruhigt, dieses Gebiet, von beiden Seiten zugestimmt, und sie sind dann mit solchen Gruppen da durchgegangen, haben also Leute aus der Kampfzone herausgeholt, in das Gebiet unter Kontrolle der Regierung und zurückgebracht, haben sie Hilfsgüter. Und das ist die ganzen letzten Jahre über gelaufen. Und dieser junge Mann heißt Joseph Bashura, den wir hier sehen. Er begleitet mich häufig, wenn ich in Syrien unterwegs bin, um dort eben halt auch Reportagen zu machen oder mit Leuten zu sprechen. Also ich war jetzt im Januar in Syrien, aber als ich davor im September, Oktober dort war, habe ich folgende Aufnahmen gemacht, und damit möchte ich dann hier schließen. Ich habe nämlich Menschen befragt, die von Damaskus sich in Richtung Europa aufgemacht haben. Das war zu dem Zeitpunkt, als hier die vielen Menschen ankamen. Und hier haben wir zum Beispiel junge Familien, die alles aufgegeben haben, mit einem Säugling, mit einem Bus über den Libanon, also nach Libanon gefahren sind, zum Flughafen. Dort haben sie ein Flugzeug genommen in die Türkei, nach Izmir. Und sind dann von Izmir aus mit Schmugglern Richtung Griechenland gebracht worden. Und die Angehörigen haben die Leute also hier zu den Bussen gebracht. Jeden Morgen fuhren da bis zu 10 Bussen, also an dem Ort, wo ich war, fuhren bis zu 10 Busse ab. Und die Leute sind im Grunde gefahren, als würden sie in Urlaub fahren. Also, oder als würden sie auswandern. Und es sind viele Familien gewesen, die ihre jungen Männer dorthin gebracht haben. Das sehen wir hier auf dem Bild. Da wird der Sohn und der Bruder, zwei Söhne werden fotografiert. Die Familie hat ihr ganzes Geld zusammengelegt, damit diese jungen Männer also nach Europa kommen. Und hier werden Abschiedsbilder gemacht. Also wir sehen, es sind im Grunde nicht in dem Sinne Kriegsflüchtlinge, sondern es sind Menschen, die einfach versuchen, aus dieser schwierigen Situationen in Syrien herauszukommen, junge Männer, die nicht zum Kriegsdienst wollen und die auch nicht von den Kampfgruppen rekrutiert werden wollen, die also sich auf den Weg gemacht haben nach Europa. Viele dieser Familien, das sieht man auch an der Kleidung der Frauen, sind also sunnitische Muslime. Manche sind auch, man kann das auch wiederum an der Kleidung der Frauen sehen, eher dogmatisch sunnitisch orientiert, andere eher moderat. Und wir sehen, dass die ganz armen Leute, wie zum Beispiel dieser Bettler hier vorne, hat natürlich überhaupt keine Chance, das Land zu verlassen, weil er gar nicht das Geld aufbringen könnte, um ein solches Ticket zu bezahlen. Das ging also wochenlang, und ich habe gefragt, warum Syrien, die syrischen Behörden das nicht unterbinden, und dann haben sie gesagt, wir haben überhaupt keine Maßgabe, das zu unterbinden. Die Leute haben einen Pass, sie haben ein Ticket und sie können reisen. Und so haben also viele Hunderte oder Tausende Menschen zwischen August und Oktober das Land verlassen und sind dann hier bei uns
angekommen. Ich habe da eine Familie getroffen, die habe ich gefragt, wie könnt ihr euren Säugling mit auf so eine Reise nehmen? Und dann haben sie gesagt, wir vertrauen Gott, er wird schon auf uns aufpassen. Und dann hat er gesagt, haben Sie nicht eine Karte, Sie sind doch Journalistin, geben Sie mir Ihre Karte. Wenn wir in Deutschland sind, rufen wir Sie an. Bis heute haben Sie mich nicht angerufen. Ich weiß nicht, ob Sie angekommen sind. Dabei möchte ich es belassen. Vielen Dank.